So, holen wir noch mal ein paar Zwerge dazu. Ich stehe zu euch. Eine Nachricht von Mordred. Oh, ihr wagt von mir zu stehlen. Ach, dafür wollte schon sagen, irgendwas hat sich gerade verändert. Ach, das Land da oben auf der Karte war das. Oh. Kampfbereit. Nicht zu weit. Meister zu Diensten. Ja, das dürfte reichen. Oh nö, jetzt gehen sie zurück. Ach, egal. Haut schon so hin. Wie können wir kleinen Leute euch dienen? Wo gibt's nicht zu knapp lassen. Lasst uns nur in die Schlacht. Was? Bisschen weiter weg, bitte. Was ist denn los? Dazu würde fast die Benny Hill-Musik jetzt passen. Macht den Streitkolben, Kämpfern. Sollen wir jemanden schlagen? Braucht ihr etwas? So. Wohin wollen wir denn mit den lieben Leuten? Hören sich hier vorbei dann. Also hier vorbei. Und dann da durch. Und da sind Fledermäuse. Brechen auf! Naja, schauen wir mal, wie weit wir mit den Türmen kommen. Im Notfall haben wir dann bestimmt immer noch einen Drachen einzusetzen. Streitkolben bereit! Ach, das ist schon herrlich gemein. Mit den Türmen. So, ich bräuchte aber mal noch ein paar. Unsere Armee ist bei maximaler Stärke. Ich würde sagen, ich schicke noch ein paar Ambusschützen hoch, die jetzt dann auf den Türmen vorfahren. Aber irgendwie mag das Spiel das nicht. Baumeisterabteilung, dann eben nicht. Hier könnte ich, glaube ich, auch mit Ballisten hantieren. Unsere Werkzeuge sind bereit. Beim allergrößten Notfall kann ich ja, glaube ich, auch mit einer ganzen Menge Riesen durchstampfen. Ja, aber speichern wir nochmal. Ah, wir könnten noch eine Statue bauen, sehe ich gerade. Wir haben Spiel jetzt schon gespeichert. 123 komische Kelch-Dingens-Ruhm. Irgendwas. Da. Hey, majestätisch. So. Nein, da hat schon wieder welche zersägt. Boah, diese Fuck-Fledermäuse. Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin die Königin des Winters. Ist noch im akzeptablen Bereich, die Verluste. Klein, aber keine Nacht. Gebt uns etwas zu tun. Aber es ist irgendwie lustig, es wird vorrangig der Belagerungsturm angegriffen. Und erst nachrangig die Truppen darauf. Coole Sache. Oh oh, die Truppen drauf brennen durch das Feuer. Scheiße. Scheiße. Ja, das tut leicht weh. Hat er hier irgendwo Drachenharpunen? Der hat eine, zwei. My Lord. Der Burgherr wird angegriffen. Genau nach Plan. Na komm, schieß die doch weg. Das wird irgendwie klappen. Nö, die kriegen die nicht. Gemeinheit. Aber der ist komplett offen. Der hat keinerlei Welle. Mit Schnelligkeit und Truppenmasse kriegt man das hin. Schnelligkeit und Truppenmasse, das ist ein klarer Fall für unsere Streitkolbenkämpfe. Unsere Truppen werden angegriffen. So. Ich glaube, die sind jetzt die Helden des Tages. Ich kann mit euch jetzt auch mal angreifen. Vom kleinen Volk. Der Feind ist nah. Ob es jetzt so viel bringt, ist die nächste Frage. Schauen wir mal. Bringen wir es zu Ende. Wie weit ihr es schafft. Der Drache, wie gesagt, hat zwei Drachenharpunen. Wohl, von der Entfernung. Die sind hier. Burg Bergfried ist hier. Wenn ich das gut anstelle... Na gut, hier ist auch wieder eine Harpune. Aber wenn ich das gut anstelle, ich probiere das jetzt mal. Drache, erwache. Wo ist denn der jetzt? Hallo, wo ist denn der? Ach, da drüben. Ja, stimmt, der kommt jetzt mal hier raus. Das war jetzt Zeit verschenkt. Das war böse Zeit verschenkt. Ja, die Zwerge kümmern sich mal darum, die Fallen aufzulockern. Genau so. So ein weiter Anflugweg. Er haut jetzt halt seine ganzen... Meine Fresse, ey. Das ist doch keine normale Defense mehr.
Das ist doch einfach nur noch pure Perversion. So, schieß mal drauf. Eventuell wird es ja was. Ah, hier oben, hier oben. Wo ist denn der König? Der König ist tot. Lang lebe der König. Wo ist denn der? Weiter drauf schießen, weiter drauf schießen. Und mehr los. Die Klimaanlage wird eingeschaltet, Mordred. Ob du es willst oder nicht. Komm, komm. Da geht noch mehr. Ist es weit? Junge, greif doch mal an. Okay, das schafft er jetzt nicht mehr von der Zeit. Aber auch nur knapp. Beim nächsten Mal könnte es was werden, wenn wir das ein bisschen besser einplanen. Dann machen wir hier kaputt. Wenigstens ein bisschen was hat's gebracht. Und noch mehr Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Ja. Da verliert man echt die Lust. So viel Feuer. So. Mehr Streifkolbenkämpfer bitte. Wohl Ritter in Masse. Die verlieren aber auch schnell ihr Pferd. Och ja, wir bauen mal ein paar Riesen. Wir lassen einen neuen Drachen brüten. Weiße Wölfe brauchen wir jetzt weniger. Wir holen uns aber noch ein paar Riesen dazu. Ich will kämpfen! Ich glaube, das reicht. Ich habe ganz vergessen, dass da jetzt mal 5 rauskommen. Guter Tag zum Kämpfen. So. Dorfbewohner wird zu Riese. Ja. Ja. Das ist nicht meine Beförderung. Speichern wir nochmal. Spiel gespeichert. Dann kommen wir mit den Riesen in Position. Ich will kämpfen. Position einnehmen. Hexen ebenso. Die Streitkolbenkämpfer kommen auch gleich in Position. Zu viele Steine drin? Leute, Leute. Die Ochsenjahre sollen mal ein bisschen effizienter arbeiten. Können wir jetzt nicht noch? Nein, noch nicht. Unsere Zwerge kommen ja kaum zum Kämpfen. Die wurden ja niedergebrannt wie sonst irgendwas. Hey, wir sind der Sache aber ein gutes Stück näher gekommen. Aber jetzt merke ich schon, Schwäche von dieser Sache mit den Belagerungstürmen ist wirklich Feuer. Sobald da Feuer brennt, wirkt sich das auch auf die Truppen aus, die oben stehen, und dann brennt alles nieder. Es ist schon hart. Aber gegen Gegner ohne Feuer, ohne Massen an diesen Fledermäusen, die uns die Truppen unterschießen, ist das eigentlich eine nette Idee mit den Belagerungstürmen. Kampfbereit. Schaut ja auch cool aus, kann man sagen, was man will. Wer ruft uns? Gut, immer noch. Der produziert die ganze Zeit Truppen nach, oder? Cool, so kommt er gar nicht zum Angreifen. Das ist auch nicht schlecht. Campen Deluxe. Camp Hold. Legends. Du hast gesagt, Strong Camp. So. Sind bereit. 119. Das dauert doch einen Tag. Für deinen Kopf hoffe ich nicht. Ich will das hier bald zu Ende bringen. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass das schon wieder alles zugepecht hat. Macht des Winters. Oh Mann. Diese Mission dauert auch wieder so lange, dass sie jetzt echt schon wieder eine ganze eigene Aufnahme beansprucht. Das ist schon echt krass, wie die Missionen an Länge zunehmen. Will ich wissen, wie es im letzten Pfad ist. An sich ist es nicht so schlimm. Wenn da nicht so viel Feuer und so viele Fledermäuse wären, kämen die locker da hoch in der Zeit. Der ist ja bestimmt wieder voll mit Leben, oder? Jupp. Obwohl, noch nicht mal so schnell. Das heißt, auf Dauer würden wir das mit dem Drachen wahrscheinlich auch hinkriegen. Naja. Mal ein paar Streitkolbenkämpfer mehr, bitte. Wo gibt's Ärger? Mal 28 das dazu. Das dauert doch einen Tag. So langsam wird's doch.
Aber wenn ich so überlege, ich glaube, wir sollten langsam dann doch mal angreifen. Ewig hält sich unsere Camp-Position dort oben auch nicht. Und irgendwann wird er wieder Truppen bauen können. Und bis dahin möchte ich ihn zerstört haben. Weil hier, die schießen auch hin und wieder einfach drauf. Und irgendwann fällt halt diese Belagerungsturmsperre. Spiel gespeichert. Blockade, regelrecht. Oh gut, dann schicken wir mal die Riesen vor. Die sollen hier mal aufmischen. Die Streitkampfkämpfer kommen hinterher. Wir verschwenden unsere Zeit. Ich will kämpfen. So, wütend. Riese, wütend. So, da draufhauen. Nein, nicht rumtoben. Einfach weitermachen. Unsere immer schön locker durchatmen. Locker durch die Riesenhose atmen. Aber hier zünden sie gar nicht erst Feuer an. Oder gibt's hier noch gar keins? Ah, doch, gibt's. Wow, aua, böse viele Fallen. Riese, aua. Eine Nachricht von Mordred. Emporkommen, verschwindet von meinem Land. Oh, Riesen sind echt so eine üble Sache. Wenn man OP-Ness mit OP-Ness in dieser Mission kontern sollte, will, dann braucht man eigentlich fast nur Riesen. Mich dürstet nach Blut. Mich dürstet nach Blut. Scheiß auf Fallen, scheiß auf Feuer, scheiß auf Garnison, scheiß auf Fledermäuse. Bam, bam, bam. So brutal, die Riesen. Das gibt's echt nicht. Ah, jetzt fallen sie langsam mal. Das hat irgendwie schon fast was von der Zerstörung Isengards. Aus Herr der Ringe. Na, das wird doch was. Da brauchen wir den Drachen noch nicht mal. Ein zweites Mal. Und noch mehr Fallen. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Aber deine Werwölfe werden dich jetzt auch nicht mehr retten. Hoch mit euch, Hundesöhne. Hühnerfutter. Von Mordred. Mein Königreich liegt in Ruinen. Yay. Dietrich Power. Na, was sagt die Statistik? Na? Anzahl der ausgeschalteten Truppen. Hm. Ja, nicht schlecht. Da hat er so viele Bogenschützen. Krasse Sache. Und damit hätten wir den auch geschafft. Jetzt gibt es nur noch den Weg der Hölle. Schauen wir den uns mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Missionen. Okay, so lang ist das noch nicht mal. Hm, ich glaube für heute wird das nichts mehr. Ich guck mal ganz kurz, aber ich glaube fast nicht. Ja, es ist wie ich es mir gedacht hatte. Es wird auf jeden Fall nicht für eine Mission reichen. Und irgendwie anspielen will ich auch wenige. Das gehen wir dann ganz frisch in der nächsten Aufnahme an. Aber was ich mal machen kann, ist mir das einfach mal anzugucken, die Mission. Ihr müsst ein Vorratslager. Wir können mal gucken, wie die ausschaut. Okay, wir sind Eis. Hier ist irgendein komisches Feuer. Okay, jede Menge Ländereien und hier ein Gegner. Ist das der einzige Gegner? Okay, es gibt jede Menge Provinzen dazwischen. Und der Gegner auf der anderen Seite. Und wer ist das? Dietrich? Dietrich! Geh weg. Overwolf. Mann, weil ich auf dem Desktop war. Blödes Ding. Nein, möchte ich nicht. Geh weg. So. Was zum Teufel? Ach Gott, diese blöden Gärten da. Wie war das nochmal? Ich glaube, Frauen müssen das, also unsere Maiden müssen das dann kaputt machen. Okay. Wir haben nur Dietrich als Gegner. Okay, dann ist die erste Mission ja schon fast... Naja, also ich weiß, wenn da nicht irgendein Trick bei der Mission ist, ist die Mission fast noch geschenkt. Die erste, in diesem Pfad. Weil, gut, die Ländereien in der Mitte kann man sich relativ schnell holen. Und Dietrich ist jetzt halt nicht der ultrastarke Feind. Von daher glaube ich schon, dass das schaffbar ist. Aber es wird trotzdem ein relativ längeres Gefecht, weil ich ja nicht rushen möchte oder so. Und sich durch die ganzen Ländereien zu kämpfen und das ganze Zeug zu machen, bringt auch ein bisschen wieder an Zeit mit sich. Von daher machen wir das dann gepflegt gemütlich beim nächsten Mal. Mal kurz gucken. Steine haben wir, Eisen haben wir, Holz haben wir. Ja, an sich... Gut, wir müssen von zwei Seiten verteidigen, aber ich glaube, ich werde hier nicht mal so stark in die Defensive gehen, sondern mich sehr stark schnell ausbreiten. Ist auch eine coole Sache.
Und da der jetzt nicht so böse Sachen einsetzt, könnte ich hier eigentlich auch mit solchen mit diesen Belagerungstürmen abgrenzen. Baue ich hier überall zwei, drei Belagerungstürme hin und verschiebe mit denen dann langsam die Front nach vorne und halte mit denen die Stellung. Also eigentlich wirklich eine super mobile Verteidigungsanlage eigentlich. Okay, na gut, dann haben wir mal reingeschaut. Rob zur Legendenfahrtkarte. Und dann danke ich soweit fürs Zusehen mal wieder und wir sehen uns dann bei, wenn es losgeht mit dem Weg in die Hölle, der letzte Legendenpfad, wie gesagt. Da stellen wir uns einfach 100% vor. Ich habe nicht mehr vor, dieses eine Huhn zu machen. Aber gut, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.